Eine kleine Information in eigener Sache. Yu-Gi-Oh! Fans und Kartenspieler, aufgepasst. Wollt ihr ein bestimmtes Deck sehen? Sollen wir ein bestimmtes Deck gegen den Computer testen? Vielleicht soll euer Deckrezept von uns vorgestellt werden? Oder ihr habt sogar andere Ideen? Dann schreibt eine Mail an kontakt@derdrittespieler.de mit dem Betreff Duell. Und wir werden eure Wünsche so gut es geht erfüllen. Die Rückkehr des Duellanten ist nicht nur unser Videoformat, es ist für euch alle gedacht, die Spaß am Yu-Gi-Oh! Trading Card Game haben. Beste Grüße, das Team von Der Dritte Spieler. Hallo und herzlich willkommen, die Rückkehr des Duellanten. Wir feiern uns immer noch seit jetzt mittlerweile 9 Episoden, das ist die 9. Episode. Das hier sollte eigentlich World Championship 2007 werden, bleiben auf dem Nintendo DS. Aber ich hatte ein kleines Problem mit der Aufnahme. Ich habe nichts weiter verpasst. Ich habe einmal verloren, einmal gewonnen. Mit beschissenen Karten. Ich habe beschissene Karten dazu bekommen. Momentan läuft das da nicht so gut. Ich muss mir was einfallen lassen. Punkt ist folgender. Und zwar erscheint jetzt noch im Juni für den Nintendo 3DS hier in Deutschland und dem Rest von Europa Yu-Gi-Oh! Zaxel World Duel Carnival als Bundle. Was es bedeutet, ist ein Nintendo 3DS Spiel, basiert auf der, naja, fast aktuellsten Yu-Gi-Oh! Serie. In Japan gibt es mittlerweile eine neue. Das Ding kostet knapp 40 Euro und neben dem Nintendo 3DS Spiel ist auch, zumindest in Deutschland ist das bestätigt, ein komplettes Yu-Gi-Oh! Starter Deck mit dabei. Richtige Karten, so zum Anfassen und Spielen. Und zwar ist es das Starter Deck von 2011, mit dem die sogenannten Axis Monster im Yu-Gi-Oh! Trading Card Game eingeführt worden sind. Dawn of the Axis, das Starterdeck von 2011, und ich habe mir gedacht, wir gucken uns mal an, was das Deck so kann. Das ist zumindest der Plan für diese Episode. Im Endeffekt wird das Hauptziel später sein, dieses Deck, zumindest die besten Aspekte dieses Decks, mit meinem alten Deck Contrast Chaos so zu vermischen, dass ich am Ende ein turnierlegales, gutes, schlagfertiges Deck raus habe. Ihr seht schon, ich habe hier ein paar kleine Veränderungen vorgenommen. Ich habe einen Synchronmonster halt mit drin. Ein paar Kleinigkeiten verändert. Aber da geht noch was. Dawn of the Axis. Gucken wir uns das Deck mal ein kleines bisschen an. In aller Kürze. Wir fangen mit den Sachen an, die am schnellsten gehen. Die Fallenkarten. Reinforced Truth. Ein Level 2 oder niedriger Warrior-Type Monster wird aus dem Deck speziell beschworen. In dem Zug kann ich nicht angreifen. Limit Reverse. Dauerhafte Fallenkarte. Ein Monster mit 1000 oder weniger Angriffspunkten im Friedhof wird in Angriffsposition spezial beschworen. Holt quasi einfach nur ein Monster wieder zurück. Ist aber nicht ganz uninteressant, gerade auch mit diesen niedriger leveligen Monstern, wenn wir uns gleich die drei Axis-Monster ansehen. Für diejenigen unter euch, die seit dem Starterdeck 2011 mit dabei sind und genau wissen, was Axis-Monster sind, für euch ist das ein alter Hut. Das ist jetzt hier hauptsächlich für die Spieler gedacht, die sich mit den Axis-Monstern noch nicht so wirklich auskennen. Shield Spear. Ein offenes Monster auf dem Feld bekommt 400 Angriffspunkte und Verteidigungspunkte bis zur Endphase. Nett. Raigeki Break, Klassiker, gerne benutzt. Eine Karte wird abgeworfen, um eine Karte auf dem Feld zu zerstören. Mirror Force, also das Ding ist jetzt schon inflationär in den Decks und dadurch, dass es nur halb limitiert ist, könnte man davon sogar noch zwei ins Deck nehmen.
Ich würde es tun. Trap Hole, Klassiker. Ein normal oder flip beschworenes Monster mit einer Angriffskraft von 1000 oder mehr wird zerstört. Das Tornado, eine Spell- oder Trap-Karte des Gegners, wird zerstört, beziehungsweise der Gegner kontrolliert. Und ich kann, wenn ich diese Karte aktiviere, eine Spell- oder eine Trap-Karte von der Hand setzen. Access Effect. Da steht zwar XYZ, aber ich bin mir sicher, es wird Access ausgesprochen oder vergleichbar. Wenn ich ein Access-Monster, Access-Beschwörer, Access-Summon is this the term? Access Summon a Monster. Eine Karte auf dem Feld wird zerstört. Das ist quasi das Raigeki Break of Access. Reinforced Space. Jedes offene Access Monster, was ich kontrolliere, bekommt 300 Angriffspunkte für jedes Access Material, das ihm angefügt ist, bis zur Endphase. So. 10 kleine, feine Fallenkarten. Spellcards, Lucky Iron X Equipped Spellcard. 500 Angriffspunkte dazu für das ausgerüstete Monster. Wenn diese Karte durch einen gegnerischen Karteneffekt zerstört wird und auf den Friedhof geschickt wird, darf ich eine Karte ziehen. Poison of the Old Man. Entweder ich bekomme 1200 Lebenspunkte oder der Gegner bekommt 800 Schaden. Banner of Courage. In meiner eigenen Battle Phase bekommen alle offenen Monster 200 Angriffspunkte. Warrior Returning Alive. Ein Monster aus dem Friedhof, ein Warrior-Typ Monster in meinem Friedhof, kommt wieder auf meine Hand zurück. Source of Revealing Light, für 3 Züge kann mich der Gegner mal kreuzweise. Fisher, das schwächste gegnerische Monster, offene gegnerische Monster, wird zerstört. Mystical Space Typhoon, zerstört eine Spell- oder Trap-Card auf dem Feld. Access Energy, ich kann ein Access-Material-Monster ablegen, was ich kontrolliere, um ein gegnerisches, offenes Monster zu zerstören. Beziehungsweise ein Monster, was der Gegner kontrolliert. Harmonic Waves. Ein offenes Monster auf dem Feld. Wird anvisiert, es wird Level 4 bis zur Endphase. Das ist wieder wichtig gleich für die Access-Monster. Blustering Winds. Ein offenes Monster, was ich kontrolliere, wird als Ziel gewählt. Es bekommt 1000 Angriff und Verteidigung bis zu meiner nächsten Standby-Phase. Das ist wichtig. Das ist keine Karte, die jetzt nur bis zu meiner eigenen Endphase wirkt, sondern bis zu meiner nächsten Standby-Phase. Das ist mal eine richtig geile Karte. Nicht ganz so gut wie eine dauerhaft equipped hier, ne? Lucky Iron X oder Konsorten. Das ist richtig gut. Denn wenn der Effekt erst aufgehoben wird in meiner nächsten Standby-Phase, gilt der Effekt noch während des gesamten gegnerischen Zuges. Von dieser Karte bräuchte es mehr. Viel mehr. 2 Stück mehr, um genau zu sein. 3 Stück darf man von jeder Karte maximal im Deck haben, es sei denn, es gibt Limitierungen oder Halblimitierungen, wie zum Beispiel bei Mirror Force. Alles in allem ist das Starter-Deck 2011 nach den aktuellen Regelungen turnierlegal. Kommen wir zu den Monstern. Fangen wir mit den Klassikern an. Es gibt nur 4 normale Monster in diesem Deck. Spirit of the Harp. Klassiker. Fairy Light 800, 2000. Luster Dragon 2. Level 6 Monster, 2400 Angriff, 1400 Verteidigung. Ich frage mich, warum es nicht eine Karte hätte sein können, die 2500 oder ähnliches hat. Ich meine, Level 6, come fucking on. Summon Skull. Dark Blade, Warrior Dark, passt zum restlichen Thema des Decks. Glaube ich jetzt einfach mal. 1800, 1500, nichts Besonderes. Gene Warped Warwolf. Beast Warrior. 2000 Angriff, 100 Verteidigung. Das ist eine Karte, die in so ein Deck dreimal reingehört. Finde ich. Dreimal. Jetzt kommen wir zu den Effektmonstern. Hier wird es wirklich interessant. Zubaba Knight. 1600, 900. Am Anfang des Damage Steps. Wenn diese Karte ein offenes Monster in Verteidigungsposition angreift, wird das Monster zerstört.
Autsch. Mir gefällt die Karte jetzt schon. Ganbara Knight. Null Angriff, 1800 Verteidigung. Was soll man davon halten? Wenn diese offene Karte in Angriffsposition als Ziel für einen Angriff ausgewählt wird, wird diese Karte in Verteidigungsposition geändert. Nice. Gegen eine dumme KI wird das ein sehr, sehr witziger Effekt. Gegen einen erfahrenen Spieler? Nun ja. Rein praktisch gesehen kann man diese Karte die ganze Zeit im Angriffsmodus liegen lassen. Selbst wenn gegnerische Karteneffekte diese Karte in den Angriffsmodus versetzen, wird sie, wenn sie für einen Angriff ausgewählt wird, dann automatisch wieder in Verteidigung gesetzt. Das ist cool. Das ist richtig cool. Der Feedback Warrior also. 800 und 700. Wenn die Karte normal oder spezial beschworen wird, wird ein offenes Monster, was ich kontrolliere, ausgewählt. Dieses Monster wird zu Level 3. Wieder gleich wichtig für die Access-Karten. Speedbird, 1200, 1000. Wenn die Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof geschickt wird, kann ich zwei Level 2 Monster aus meinem Friedhof auswählen und diese werden spezial beschworen. Aber ihre Effekte werden annulliert. Keyman, the Key Warrior. Aber während meines Zuges, während meiner Mainphase, kann ich diese Karte zu einer Level 3 Karte machen. Bis zur Endphase. Tenshin. Diese Karte bekommt 400 Angriffspunkte für jedes offene Level 2 Monster, das ich kontrolliere. Shine Knight. 400, 1900 Verteidigung. Nett. Diese Karte ist Level 4, wenn sie offen in Verteidigungsposition liegt. Giant Red, das ist wieder eine dieser, ich nenne sie mal Nachladekarten. Wenn diese Karte durch Kampf zerstört und auf den Friedhof geschickt wird, kann ich ein Monster spezial beschwören. Earth Monster mit 1500 oder weniger Angriffspunkte. Gibt da durchaus einige, die Earth Element sind, zumindest auch die, worauf es ankommt. Und die wichtig sind für die Access Monster. Shining Angel. 1400 und 800. When this card is destroyed by battle, sent to the graveyard. Wir wissen mittlerweile alle, was das heißt. Ein Leitmonster mit 1500 Angriff oder weniger wird spezial beschworen. Im Angriffsmodus. Na, hier auch im Angriff. Okay. Okay. Blade Knight. Level 4 Monster. 1600 und 1000. Wenn ich ein oder weniger Karten in meiner Hand habe, bekommt diese Karte 400 Angriffspunkte dazu. Wenn diese Karte das einzige Monster ist, was ich kontrolliere, werden die Effekte von Flip-Monstern, die im Kampf von dieser Karte zerstört werden, annulliert. Hehe. Wenn ich jetzt an Man-Eater-Bug denke, als Flip-Effekt zerstöre ein Monster. Autsch. Bringt aber nur was, wenn das die einzige Karte ist, die ich auf dem Feld habe. Marauding Captain. Das ist ein bisschen komplizierter. Warrior Earth. 1200, 400. Wenn die Karte auf dem Feld ist, kann der Gegner keine anderen offenen Warrior-Typ-Monster als Angriffsziele wählen. Außer diese hier. Und wenn diese Karte normal beschworen wird, kann ich ein Level 4 Monster von meiner Hand spezial beschwören. Lädt also wieder ordentlich aufs Spielfeld nach. Also für ein 40-Karten-Deck spielt es sich, wenn ich das jetzt so richtig rauslese, ziemlich, ziemlich schnell. Majestic Mech Senku. 1500. Also 1000 Angriff, 500 Verteidigung. Nicht missverstehen. Wenn die Karte dem Gegner Kampfschaden zufügt durch einen direkten Angriff, darf ich eine Karte ziehen? Ne, muss ich glaube ich eine Karte ziehen. Draw one card. Während meiner Endphase, in dem Zug, wo die Karte beschwören worden ist,
Kommt ihr auf den Friedhof? Was soll das denn? Bin ich jetzt nicht so begeistert? Vengeful Shinobi. Wenn diese offene Karte in Angriffsposition als Angriffsziel ausgewählt wird, ziehe ich eine Karte. Field Commander Raj. Wenn die Karte normal oder spezial beschworen wird, eine Level 4 oder niedriger Warrior-Typ-Karte von meinem Deck wird spezial beschworen. Nein, halt, stopp. Entschuldigung, mein Fehler. Wird ausgewählt, außer Field Commander Raj, und oben auf mein Deck gelegt. Ich weiß nicht, ob offen oder verdeckt, aber das ist jetzt irrelevant. Trident Warrior, 1800, 1200. Wenn die Karte normal beschwören wird, kann ich ein Level 3 Monster von meiner Hand spezial beschwören. Und last but not least, Warrior Lady of the Wasteland. Wenn die Karte durch Kampf zerstört wird und auf den Friedhof kommt, darf ich ein Earth Warrior Type Monster mit 1500 oder weniger Angriff vom Deck offen in Angriff spezial beschwören. Das ist das Dawn of the Axis Starterdeck, auch bekannt als Starterdeck 2011. Wie gesagt, dieses liegt dem 3DS-Spiel Yu-Gi-Oh! Zexal Duel Carnival irgendwas bei. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Tut mir leid. Zu viele Wörter. Zu viel. Und hier haben wir die drei Axis-Monster. Number 39, Utopia, Rang 4, nicht Level 4, das sind Level. Das hier sind Level. Das ist der Rang. Rang 4, 2500 Angriff, 2000 Verteidigung. Benötigt als Axis-Material zwei Level 4 Monster. Wenn das Monster irgendeines Spielers einen Angriff erklärt, kann ich ein Axis-Material von dieser Karte ablegen, um den Angriff zu annullieren. Wenn diese Karte als Ziel eines Angriffs ausgewählt wird, während ich kein Access-Material an dieser Karte mehr dran habe, wird diese Karte zerstört. Die zweite, Gachi Gachi Gantetsu. Rock Earth, 500 Angriff, 1800 Verteidigung. Benötigt zwei Level 2 Monster als Access-Material. Wenn diese offene Karte zerstört werden würde, kann ich stattdessen ein Access-Material von dieser Karte ablegen. Offene Monster, die ich kontrolliere, bekommen 200 Angriff und Verteidigung für jedes Access-Material, was an diese Karte angefügt ist. Nice. Und zuletzt Granosaurus, Rang 3. 2000 Angriff, 1900 Verteidigung, benötigt zwei Level 3 Monster als Access-Material. Wenn diese Karte ein gegnerisches Monster zerstört im Kampf und das dadurch auf den Friedhof geschickt wird, kann ich ein Access-Material-Monster von dieser Karte ablegen und der Gegner bekommt 1000 Schaden an seinen Lebenspunkten. So, long story short, wir steigen ins Spiel ein. Es gab ein kleines Update, das Teillimit steht jetzt nicht mehr auf unendlich. Wir machen Trading Card Rulings, Allowed Cards, Trading Card Game. Ich glaube, ich trete gegen das Yugi Reloaded Deck an. Das Yugi Starter Deck. So. Die Pendelzonen werden ignoriert, auf die gehen wir einen anderen Mal ein. Aber das dauert noch eine ziemlich lange Zeit. So. Und es geht los. Das wird interessant. Axis-Effekt. Axis-Monster kommen übrigens ins Extra-Deck. Werden entsprechend wie Fusionsmonster gehandhabt. Warrior Lady of the Wasteland, Dark Blade, ja, Ganbara Knight, Harmonic Waves. Die sind alle schon Level 4. Damit könnte ich zumindest gleich
Nummer 39 aufs Feld bringen. Utopia. Der Kniff ist, die Monster müssen übrigens auch offen auf meiner Spielfeldseite sein, dass ich die entsprechend beschwören kann. Probieren wir es erstmal mit... Ja, probieren wir erstmal das hier aus. Die wird gesetzt, weil ich den Axis-Effekt gleich nutzen werde. Zug ist beendet. Aha. Der Gegner spielt The Tricky. Kann ich spezial beschwören. Ja, klasse. Das lief ja schon mal gut. Das hat mir nicht besonders viel gebracht. Setze ich erstmal die Mirror Force, um die gegnerischen Monster komplett außer Gefecht zu setzen. Die hier wird gesetzt als kleine Ablenkung. Und hier kommt aufs Feld. Ich schaue dem Braten nicht, darunter könnte eine Mirror Force liegen. Damn it. Jetzt bin ich am Überlegen, soll ich die Karte zerstören und es riskieren? Oder lasse ich es bleiben? Hier kommt die KI übrigens dazu, Mage Power abzuwerfen. Eine der besten Ausrüstungszauberkarten, die es gibt. Das und United We Stand. Schwierig. Ich glaube, ich versuche die Falle. Allerdings kommt gleich der Silent Swordsman Level 5. Das wird jetzt passieren. Aha. Ich glaube, er hat Lunte gerochen. Das macht nichts. Ah, Swords of Revealing Light. Das nenne ich geschickt. Ich hatte mit einer Mirror Force gerechnet, aber nicht mit derselben Karte, die ich auch habe. Aber gut, das macht nichts. Utopia. So. Access-Material kommt unter die Karte. Access-Material-Monster kommen nicht auf den Friedhof. So. Und jetzt kann ich Access-Effekt aktivieren. Und ich kümmere mich um seine Schwerter. Kann ich in den Zug seinen Silent Swordsman zerstören. Witzig, ich kann auch das Access Material Monster ablegen, um meinen eigenen Angriff zu vereiteln. Das ist interessant. Bestimmt nicht ganz unpraktisch für gegnerische Karteneffekte, die mich wahrscheinlich sogar noch zwingen, mein eigenes Monster anzugreifen. Die Frage ist, ob das dann als Kettenglied greift in der Effektkette. Okay, weiter im Text. Das war's. Haha. Ich habe leider kein Level 3 Monster auf der Hand, das ich mit diesem Effekt dann noch mit rausbringen würde.
Deswegen lassen wir den Trident Warrior erstmal auf der Hand, wo er ist. Harmonic Waves hilft mir jetzt erstmal nicht weiter. Warrior Lady of the Wasteland kann erstmal da bleiben. Als kleiner Köder, for the lulz. Was haben wir denn hier? Ah, Ladybug of Doom. Alle Level 4 Monster, die der Gegner kontrolliert, werden zerstört. Aber das ist nicht Level 4, das ist Rang 4. Access Monster drehen die Spieldynamik doch schon ein bisschen. Eine weitere Level 4 Karte. Ich würde sagen, wir benutzen mal den Effekt. Und haben wir hier ein Level 3 Monster. Oh ja, die brauche ich. Feedback Warrior. Aus folgendem Grund. Trident Warrior, Level 4. Ein Level 3 Monster wird noch mit Spezial beschworen auf das Spielfeld. Durch den Effekt von Feedback Warrior mache ich aus Trident Warrior ebenfalls eine Level 3 Karte und bringe mit Granosaurus das zweite Access-Monster auf das Spielfeld. So wird es getan. Wenn jetzt nicht alles schief läuft. Nope. Es läuft alles so, wie es soll. Haha. Tada! Und warte mal, 1800. Machen wir aus dem hier Level 3. So. Und da haben wir den nächsten. Granosaurus. Das sind zwei Access-Monster. Sehr schön. Ich mag das Deck schon jetzt. So, und jetzt kann ich richtig übelsten Schaden verursachen. Schaffe ich es? Ah, magischer Zylinder. Der Angriff kam auf mich zurück. Hätte wahrscheinlich eh nichts gebracht. 2000 und 2000. Der Angriff hätte sich gegenseitig aufgehoben. Oh, böse Falle. Dark Hole. Dann eben auf die ganz klassische Art. Und damit der hier auch auf dem Feld bleibt. Swords of Revealing Light. Drei Züge lang Ruhe. So zumindest der Plan. Verschaffen wir dem hier mal ein kleines bisschen mehr Feuerpower. Au, eieieiei. Old Vindictive Magician. Das hätte genauso gut Man-Eater Bug sein können. Dem Deck fehlen noch so Konter auffallen wie auf Zauberkarten wie Dark Hole. Das fehlt noch. Reinforced Space. Danke. Die hilft mir jetzt nicht besonders weiter.
Trapple. Ich bin nicht begeistert. Tja. Das kommt weg. Lustigerweise, trotz Trap Hole gilt die Summon als erfolgreich. Es war eine erfolgreiche Beschwörung, deswegen konnte er den Effekt von Yellow Gadget noch aktivieren und sich Green Gadget vom Deck auf die Hand holen. Es würde mich jetzt wundern, wenn darunter nicht irgendwie eine Mirror Force liegt. Nee, Spellbinding Circle. Okay. Gut. Ja, klasse. Die hätte ich einen Zug vorher gebraucht. Als Konterfalle. Sehr effektiv. Was holt er? Er holt sich jetzt ernsthaft The Tricky wieder aufs Feld? Ja. Aber das sehe ich nicht ein. Oh. Soul Taker. Tja, da kann ich nichts mehr machen. Das war's. I surrender. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie das Feld einigermaßen zu halten. Vielleicht war es ein Fehler, das zweite Access-Monster schon so früh auszuspielen. Da geht noch was. Mit dem Deck geht auf jeden Fall noch was. Einmal werde ich das Ding noch playtesten und dann kehren wir wieder zurück zu Yu-Gi-Oh! World Championship 2007 auf dem DS. Aber zuerst will ich das Deck Dawn of the Axis noch ein kleines bisschen mehr playtesten. Das hat Potenzial, das Ding. Da geht was. Und das will ich euch zeigen. Das will ich mit euch zusammen zeigen. Schreibt, was ihr euch wünscht für dieses Format. Schreibt, was ihr wollt, was ihr sehen wollt. Und ich bemühe mich, das so weit wie möglich umzusetzen. Das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex T. Fenris. Die Rückkehr des Duellanten Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.